Hallo du Lieber oder du Liebe, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von mir. Heute geht es um die Super Soldier Pose und dann würde ich sagen, legen wir zusammen direkt los. Um die Super Soldier Pose hinzubekommen, bedarf es ein paar Vorübungen, die wir jetzt zusammen machen werden. Greif einmal deine Hände hinter dem Rücken, komm tief in deine Knie und dann bring dich mit deinen Armen und dem Rücken nach vorne. Zieh die Arme richtig tief zu deinem Kopf. Du kannst hier auch noch gerne deine Beine weiter auseinanderbringen, wenn du das brauchst, um nachher tiefer in die Pose reinzusteigen. Für mich hat das hier gereicht. Ich probiere hier wirklich die Arme tief zum Kopf in einem aktiven Stretch nach hinten zu ziehen. Das heißt, ich drücke die Arme komplett durch und wenn ich dann nicht mehr kann, einfach lösen, kurz roll out in die Knie, langsam wieder hoch. Arme kurz ein bisschen kreisen und dann geht es direkt in die nächste Übung. Hier kannst du einmal ganz normal in deinen herabschauenden Hund kommen. Gerne ein bisschen die Füße rechts, links, hoch und tief. Und dann kommen wir einmal in den getwisteten Downward Dog. Ich nehme meine rechte Hand und tauche mit der rechten Hand zu meinem linken Bein und twiste mich hier seitlich nach oben. Die Hand, wenn sie dann zum linken Bein wandert, ist gestreckt und du kannst deinen Fuß, je nachdem wie getwistet du sein möchtest, von außen greifen an der Fußfessel oder wenn du merkst, dass das zu viel ist, dann ein bisschen wieder höher greifen, dann ist der Twist nicht so extrem. Und dann wechsel auch hier die Seite und tauche mit deinem Oberkörper wirklich tief zur Seite nach oben weg. Komm langsam wieder raus und dann darfst du dich entscheiden, mit welchem Bein du starten möchtest für die nächste Pose, ob du das rechte Bein oder das linke Bein nach vorne ziehst. Ich habe das linke Bein jetzt vorne und das rechte Bein hinten. Und komm hier in die Humble Pose. Schau, dass du einen geraden High Lunge hast und das Bein vorne etwas mehr geöffnet hältst, denn du greifst jetzt deine Arme hinter den Rücken und probierst hier nach vorne tief zu kommen, so weit du es eben schaffst mit deinen Armen und bring hier Oberkörper und Gesäß tief nach unten in die Länge. Wenn du es nicht mehr halten kannst, einmal die Beine strecken, schau, dass dein hinteres Bein jetzt gesetzt nach vorne zeigt. Wenn du die Hand unten nicht auf den Boden bekommst für Triangle Pose, dann nimm einen Block, streck dich nach oben in die Länge, twiste dich auf und den oberen Arm gerne, wenn du möchtest, hinter den Rücken ablegen und noch mehr die Schulter aufrotieren. Atme hier zwei, dreimal für dich, halte diese getwistete Position und dann komm wieder tief in einen High Lunge, getwistet und öffne dich auf die andere Seite. Schau, dass du hier tief mit deinem Gesäß kommst und deine Hand eine Linie mit der Schulterpartie zeigt. Wenn du möchtest, auch hier den gestreckten Arm gerne hinter dem Rücken abstellen. Langsam wieder zurück und dann wechsel die Seite und mach das Ganze auf der anderen Seite. Rechtes Bein vorne, tiefer Lunge, Humble Pose, Arme hinter dem Rücken, Schultern aufrotieren und dann komm tief, streck die Arme so weit wie möglich, wie es geht, über den Kopf. In der Position bin ich immer ein bisschen schlecht, weil ich sehr viel Pole Dance mache. Und dann öffne dich wieder in die Triangle Pose, Arm strecken, wenn es nicht geht, ein Block greifen, halte die Position, atme hier kurz. Und komm wieder tief in ein High Lunge und öffne dich auf die andere Seite. Und wenn du dann eine kurze Pause brauchst, kannst du auch hier in die Child Pose kommen, aber die Arme hinter dem Rücken
nochmal greifen, nochmal lang nach vorne ziehen, aber hier ruhig den Kopf auf die Matte ablegen, die Stirn. Und dann lass die Hände kurz los, relax, entspann hier kurz für dich. Und dann geht's in die nächste Pose. Hier kannst du selber entscheiden, ob du deine Hände auf die Matte setzen möchtest und näher ran oder weiter weggehen möchtest. Wenn der Halt schwierig ist von der Balance her, nimm die Blöcke. Hier hast du auch einen geraden Rücken. Es unterstützt dich also positiv für den Low Dancer Twist Pose. Und dann greif einmal mit der linken Hand dein rechtes Bein und twiste dich hier zur Seite zum getwisteten Arm auf. Schau, dass du dein Bein immer höher bekommst, deinen Arm immer länger machst. Und dann komm einmal kurz wieder tief, locker dich aus. Und wechsel dann die Seite. Komm auch hier langsam wieder raus. Komm in die Hocke. Kurz Beine ein bisschen lockern. Setz dich tief auf den Boden. Ich habe mein rechtes Bein zum Gesäß rangezogen und mein linkes oben drüber gestellt, um dann einfach auf dem Boden mit dem rechten Arm gegen mein linkes Bein zu drücken, mich nach hinten wegzuziehen. In die Twisted Seated Pose. Schau, dass du die Schultern hier unten lässt und so weit wie möglich nach hinten kommst. Und wechsel auch hier für dich einmal die Seite. Und zieh dich so weit wie möglich nach hinten. Lass deinen Rücken gerade. Dann komm wieder aus der Position raus und schnapp dir die Blöcke, denn jetzt brauchst du sie wahrscheinlich. Wir kommen einmal in die Compass Pose. Ich zeige das für Anfänger. Wenn du Anfänger bist, setz dich auf einen Block, dass deine Hüfte kippen kann. Ich habe mein linkes Bein rangezogen und greife mein rechtes Bein. Ich gehe mit meiner rechten Arm, mit meiner rechten Schulter nach vorne, tauche durch mein Bein durch und greife es dann mit der anderen Hand. Der Block unter dem Gesäß hilft mir, dass meine Hüfte mehr kippen kann und ich mein Bein greifen kann. Und der andere Block unterstützt mich eben, damit ich die Hand besser setzen kann und es ausbalancieren kann. Sollte das noch zu schwer sein, dann binde ein Band um deinen Fuß und probiere dich mit dem Band zu ziehen. Und dann wechsel auch hier die Seite. Noch einmal, ich greife von außen meinen Fuß und tauche dann mit der Schulter meinem Oberkörper durch meinen Arm, Schrägstrich Bein und twiste mich zur Seite auf, denn das brauchen wir auch bei der Super Soldier Pose nachher. Solltest du das schon schaffen, ohne Band und ohne Block, dann nimm den Block weg und probier das einfach auf dem Boden, Außenhand greift, ich twiste mich auf und ziehe mich zur Seite weg. Schulter bringe ich nach vorne und schau, dass ich auch auf meinem Po anständig sitzen kann. Wechsel hier nochmal die Seite, greifen, Arm durchtauchen, soweit es eben geht. Auftwisten, Balance halten, sich gerade machen, atmen und dann langsam wieder raus. Probieren wir die Super Soldier Pose Preparation. Ich gehe einmal mit geöffneten Beinen tief und entscheide mich für eine Seite. Wenn ich mich für die rechte Seite entscheide, dann tauche ich auch mit meinem rechten Arm durch mich durch zu meiner rechten Seite.
Mein rechtes Bein winkel ich hier an und meine linke Hand setze ich eher nach hinten zur Seite, sodass ich mich besser ausbalancieren kann. Mein linkes Bein möchte ich jetzt greifen, das heißt, die rechte Hand geht hoch und ich greife den Fuß und twiste hier den Fuß ein bisschen seitlich weg. Ich zeige es nochmal. Ich gehe ins Knie, setze meine Hände tief nach hinten, greife meinen Fuß und probiere hier das Knie so weit wie möglich nach oben zu bekommen. Nochmal die linke Hand setzen und dann wirklich tief, tief, tief das Bein nach oben ziehen und den Oberkörper zur Seite wegtwisten. Je mehr du das schaffst, desto schöner sieht die Pose aus. Es ist wichtig, hier das Knie nach oben zu drücken, den Oberkörper seitlich weg vom gestreckten Bein. Und ich zeige das Ganze auf der anderen Seite. Linke Schulter geht zum linken Bein, linkes Bein leicht einknicken. Linke Schulter greift rechtes Bein. Ich ziehe es immer mehr nach oben. Ich probiere die Balance zu halten und mich seitlich aufzutwisten. Schau hier, dass die Hand seitlich weg vom Körper gestreckt ist, dein Standbein sich immer mehr durchdrückt, wenn du das Knie nach oben hebst und auch das Knie immer mehr nach oben bekommst. Ich zeige es noch einmal. Ich komme nach unten, knicke linkes Bein rein, linker Arm nach hinten. Rechte Hand leicht zur Seite setzen, rechtes Bein anheben, linke Hand greift rechtes Bein. Hochziehen, hochziehen, hochziehen. Unteren Arm strecken, Knie nach oben. Stand korrigieren. Noch mehr auftwisten, das Bein noch mehr gestreckt nach oben bekommen. Und es kann sein, dass du dann in deinem Super Soldier Pose drinnen bist. Sollte es noch nicht klappen, Übung macht den Meister. Und nimm auch immer wieder Yoga-Blöcke zu Hilfe. Ich zeige es hier nochmal ein bisschen von der Seite, wie tief ich in mein Knie reingehe und wie ich meine Beine setze. Auch ich muss am Anfang immer wieder ein bisschen meinen Fuß anders greifen. Das macht einfach die Routine und wie flexi du bist. Sollte das nicht gehen, dann greif deinen Fuß einfach ein bisschen höher, wenn das für dich angenehmer ist. Ich hoffe, du hast genügend Platz zu Hause zum Üben. Und hast ein bisschen Spaß an der Pose, die du auch im Pole Dance Bereich, solltest du Pole Dance machen, wiederfinden wirst. Also übe es fleißig für dich, egal ob für Yoga oder Pole Dance, Stretching, damit du fit bleibst. Und lass dich nicht entmutigen, auch ich muss ab und zu mit meiner Balance arbeiten. Dann wünsche ich dir viel Spaß beim Weiterüben von diesem Tutorial und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video und ich wünsche dir noch einen super schönen Tag. Bis dann, mein Lieber oder du Liebe.